ihr habt auf unsere Story reagiert und wir reagieren natürlich wieder auf euch mit diesem wunderbaren Rosé-Paket. Europa einmal weltweit. Rosé. Einmal um die ganze Welt und die Tasche voller Geld. Gesungen hat's Karel Gott, aber wir haben für euch ein Europa-Rosé-Paket. Und zum Hammerpreis für 45 Euro. Lange Zeit lang war ja Rosé für die Deutschen weder Fisch noch Fleisch. Aber in den letzten Jahren ist es immer mehr angekommen. Woran liegt das? Das liegt zum anderen auch an so albernen Gegebenheiten wie RTL Explosiv. Dort sieht man die Schönen und die Reichen auf den Yachten und dort trinken sie rosafarbenen Champagner. Und irgendeiner sagt, geh doch mal los, Erika, hol mir doch mal was. Und Erika muss dann feststellen im Fachhandel, hey, Rosé ist sogar noch teurer als normaler Champagner. Und das setzt sich dann so langsam nach unten durch, dass Rosé tatsächlich ein eigenständiger Weinstil ist. Wer in Frankreich unterwegs ist, der wird im Sommer gerade nach Provence immer ein Glas Rosé trinken. Ein eigenständiger Weinstil. Deswegen haben wir bei euch mal so ein wunderbares Weinpaket zusammengestellt. Was ist alles dabei? Da ist eine wunderbare perlige Cava mit dabei, da ist Chiaretto mit dabei, wir haben ein Clairet aus Deutschland, wir haben natürlich Spanien dabei, Rosé Solitaire, wir haben ein Grand Cru Rosé aus Deutschland von Oliver Zeder, den Rosé und den James Bond Rosé, naja, es ist nicht richtig, den James Bond Rosé von Diamantenfieber. Wir hatten neulich eine Zuschauerfrage, die war, welchen Anwendungsbereich können denn solche Weine finden? Das ist ganz einfach, Terrasse, Garten, Gartenanlage, Strebergarten, Dachterrasse, Grillplatz, vor der Garage oder einfach mal der Balkon. Also es passt eigentlich alles. Also das sind die Anwendungsbereiche, die wir ausgesprochen gut finden. Sag mal Sören, du bist doch der Mann ja mit der großen Leidenschaft zum Essen. Hast du mal einen Rosé-Tipp? Oh ja, das bin ich. Ja klar, Rosé kommt immer dann auf den Tisch, wenn die Sonne rauskommt, wenn es sommerlich warm wird. Und was kommt da auf den Tisch zu essen? Salat. Und Rosé ist der perfekte Begleiter zu frischen Salaten, aber auch zu so einem schönen Vitello Tonnato oder zu so einem tollen Carpaccio. Das ist übrigens vom Restaurant Leidenschaft von Giovanni. Guckt mal nach, der hat echt eine tolle Karte und ja, was passt dazu besser als ein Rosé?